8. Januar 1968. Das mit 13 Matrosen besetzte Frachtmotorschiff Peltastes ist bei dem Versuch, einer Bohrer auszuweichen, in Seenot geraten und droht an der Küste von Kriegwinica zu zerschellen. Als ich zum ersten Mal die Geschichte vom Geisterschiff vor unserer Ferienwohnung in Kroatien hörte, war ich fasziniert davon und verbrachte Stunden intensiver Recherche und führte unzählige Telefonate nach Kroatien. Bei meiner Suche stieß ich auch auf Zeitungsausschnitte und Bilder, sodass ich letztendlich nicht mehr anders konnte, als das Wrack zu betauchen. Diese Tauchgänge sind leider nur geführt möglich, obwohl das Wrack etwa 200 Meter vom Strand entfernt auf Grund liegt. Tauchgänge vom Strand aus sind verboten und bei dem Versuch sind auch einige Taucher ums Leben gekommen. Ich habe mich für die Tauchbasis Miorić entschieden und die Tagestour zum Wrack der Peltastes gebucht. Die Peltastes lief am 30.12.1952 als MS Alster Park vom Stapel und wurde am 6.03.1953 von der Schiffswerft Deutsche Werft Krämer und Sohn in Elmsholm an die Hamburger Reederei Weidmann und Berlin ausgeliefert. Das als Volldecker vermessene Schiff war 874 Bruttoregistertonnen groß und trug etwa 1200 Tonnen Fracht. Es wurde von einem 800 PS starken Dieselmotor angetrieben und erreichte eine Geschwindigkeit von etwa 11,25 Knoten. Besonderer Wert wurde auf die überdurchschnittliche Laderaumlüftung gelegt. Die Alsterpark wurde zunächst bis zum Ende der Saison in der Fruchtfahrt von Spanien beschäftigt und danach veräußert. Nachdem das Schiff einen neuen Eigner hatte, wurde sein neuer Heimathafen Pirois und sein Name wurde in Anlehnung an die leicht bewaffneten Fußtruppen auf Peltastes geändert. Die Peltastes lief am 4. Januar 1968 in Rijeka ein, wo sie 500 Tonnen Erz und 60 Tonnen weitere Fracht löschte. Danach lief sie den kleinen Hafen von Jojevo an. Am Morgen des 7. Januar lud sie 500 Kubikmeter Holz. Kurz nach der Verladung verschlechterte sich das Wetter zusehends und der Kapitän entschied, den nicht sehr sicheren Hafen zu verlassen und Richtung Kriegwinica in See zu stechen. Nahe Kriegwinica wurde Anker geworfen und der Kapitän hoffte, das mit laufendem Motor verankerte Schiff so durch den Sturm bringen zu können. Doch Sturm und Seegang wurden während der Nacht immer stärker. 2 Stunden bevor es sank, wurde die Peltastes von den bis zu 200 km/h schnellen Böen der Bohrer losgerissen. Denn der Meeresboden in der Region ist sehr sandig und da der Anker keinen Halt gefunden hatte, rissen die Winde der Bohrer das Schiff mit und trieben es immer weiter Richtung Land. Bei einer Bohrer handelt es sich um Fallwinde, die mit extrem hohen Geschwindigkeiten Richtung Land ziehen und bedingt durch ihre Geschwindigkeit eine extrem zerstörerische Wirkung haben. Nach einem 2-stündigen Kampf mit Wind und Wellen zerschellt die Peltaste schließlich am 8. Januar 1968 gegen 4.30 Uhr morgens vor der Insel Krik in der Nähe des Ortes Silo und nahm Kapitän Theodoros Belisis mit sich, der sein Schiff um keinen Preis aufgeben wollte und schlussendlich lieber als echter Seemann mit seinem Frachter unterging. Es war des Kapitäns freie Entscheidung, mit seinem Schiff unterzugehen. Die Matrosen versuchten ihr Leben zu retten und an Land zu schwimmen. Von den 11 Matrosen, die über Bord sprangen, überlebten nur 4. Die Leichen der 7 anderen Matrosen wurden Tage später an Land gespült. Ein paar Monate später untersuchten jugoslawische Taucher im Auftrag der Polizei das Wrack und entdeckten dabei die noch an das Steuerrad festgekrallte, leicht nach vorn geneigte, aber dennoch aufrecht schwebende Leiche des Kapitäns. 10 Monate nach dem Untergang der Peltastes wurde er geborgen und auf dem Kosala-Friedhof in Rijeka beigesetzt. Weil das Schiff unter griechischer Flagge fuhr, nannten es die Einheimischen auch der Grieche und erzählen auch heute noch von dem Kapitän, der als Geist immer noch verzweifelt versucht, sein Schiff vor dem Untergang zu bewahren.